Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Minecraft Crash Landing zusammen mit dem Bunny, Robert und dem Timo. Mahlzeit. Hallo. Hallo. So, weiter geht's hier im. Jo, und jetzt müssen wir mal gucken hier. Landing Land. Wir brauchen... Haben wir eine unendliche Wasserquelle irgendwo? Nein, gibt's nicht. Belastend. Warte, ich hol den. Nee, ich weiß wie, keine Angst. Item Ducks sind da eigentlich blöd dafür, oder? Nee, Item Ducks geht, ne? Weil wir haben übrigens noch ein paar von den gehärteten Energiezellen, ne? Können wir heute noch mit anschließen zur Not. Ja, die eine habe ich ja schon angeschlossen gehabt. Ja. Hast du noch Energie zufällig in der Tasche? Oder haben wir da eben welche? Also Energie hab ich nix. Oder was? Die Leitung. Nö, habe ich gar nichts. Okay. Unten habe ich irgendwelche Redstone-Leitungen gesehen. Okay, ich suche gerade. Hier meine ich, warte, hier. Ich weiß, hier die. Ja. Oh. Eine. Eine reicht. Eine reicht? Eine muss reichen. Erstmal, wenn nicht, bauen wir noch welche. So langsam können wir hier mit solchen Kleinigkeiten uns auch nicht aufhalten. Ach gut, Blätter. So, Redstone-Ofen. So. Überleg. Den Generator setze ich jetzt hier hin. So, wo soll der Ofen hin? Ja, ich überleg gerade. Ja. Wir müssen vom Ofen da rein. Der Ofen braucht wiederum Energie. Wir haben eine Item-Duct-Leitung, die können wir da hinsetzen. Setz mal oben den Ofen dagegen, von hier aus. So dass der hier, genau, perfekt für sie. Genau, so sollte es sein. Das sieht daher so kurios aus, aber so ist die einfachste Möglichkeit. Ja. Wir bräuchten noch Servos. Fällt mir gerade ein, bei den Leitungen brauchen wir noch Servos. Servos dürften aber auch da sein. Da haben wir etliche. Hab ich gerade schon überall in irgendwelchen Kisten streut gesehen. Da 8 Stück habe ich schon. Reicht. Chrissy, wolltest du konfigurieren? Oh ja, bitte. Ich hau mal jetzt hier. Du musst, um diese Leitung einzustellen. Ja. Musst du Servos verwenden. Ja. Die macht man mit Rechtsklick. Das sind diese hier. Ich nehme mal 2. Ja. Du siehst die Pfeile. Ja. Hast du noch Wasser? Ja. Ich habe gerade aufgefüllt, bin komplett voll. Gut. Ich habe gerade Bäume rausgenommen. So. Zuvor haben wir schon wieder Bäume in der Hand. Also auf diese Pfeile mit Rechtsklick diese Servos. Auf die blauen. Steht hier, the Pinux Servo has been installed. Genau, und einmal auf den anderen, an der Seite. Ja, habe ich. Gut, ich mache mal eben hier hinten. Da muss nämlich auch. Gut, jetzt eine leere Hand. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier auf den Servo klickst beim alten Duct auf der Kiste, ja, dann hast du da so einige Einstellmöglichkeiten. Blacklist, Nutzermod, genau. Ja. Wir brauchen jetzt einmal Holz. Nimmst du einmal dieses Eichenholz. Ja. Klickst du auf den Pfeil. Warte, ich muss mal umstellen. Da habe ich mir schon so eine Battle Wrench mitgenommen, so einen Kampfschraubenschütze. Das soll ja aus der Kiste in den Ofen. Aus welchem Pfeil? Hä? Was? Nochmal. Jetzt auf den roten. Roten? Ich habe gerade umgestellt. Bei der Kiste. Ja. Auf den roten. Okay, und jetzt? Also mit der leeren Hand auch da drauf. Ja. Da siehst du ja Itemfilter und so weiter. Genau, Itemfilter ja. Unten, ja. Genau, ich habe jetzt umgestellt auf Whitelist. Jetzt musst du da einstellen. Du kannst jetzt hier reinpacken. Einfach Eichenholz. Einfach oben in dieses Feld, genau. Ja. Jetzt wird Eichenholz automatisch rausgezogen, sofern wir natürlich jetzt sagen, hier hast du rechts Redstone-Kontrolle. Da stellst du auf Ignorieren. Auf Ignorieren? Auf Ignorieren. Ja. Funktioniert, ne? So. Ja, hat geklappt, ja. Genau. Jetzt gehst du an den Ofen. Ja. Dem fehlt natürlich noch Strom, aber das ist gleich erst noch. Ja. Da müssen wir jetzt unten an die Konfiguration. Ja.
Jetzt musst du von rechts einstellen, das was orange ist, so lange durchklicken, bis es blau ist. Ja. Genau. Na? Jetzt geht ja automatisch das Eichenholz, was in der Kiste ist, hier rein. Genau, ja. Dann haben wir unten. Ich muss gleich das Wasser holen. Ey, ja, ich scheiße. Geh mein Wasser holen. Mein Ding geht voll hoch. Dann was, deine Hitze? Ja. Ja, weil das ist warm am Ofen. Ja, gut. Boah, ich hab verkackt, glaub ich, ey. Wie ist das? Was hast du wieder angestellt? Ich habe aus dem Lehm gebratenen Lehm gemacht, anstatt diese Lehmbälle. Ja. So, Lehm. Was brauche ich denn für Schlacke? Richtig Schlacke. So, bin wieder da. Bist du jetzt der Frisi? Ja. Ja. Frisi, bei der Lava stehen ist auch nicht gerade kälter. Na, verdammt. So, Ofen. Jetzt müssen wir natürlich dem Ofen noch sagen, was soll der hinterher mit dem Holzkohle machen. Ja. Die Holzkohle geht ja hinten wieder raus. Sofern ich da jetzt auch mal eben auf Dampfschlüssel dem hier sagt, das hier. Okay, so. Ja. Ich mache jetzt diesmal auch mal wieder Redstone-Kontrolle ignorieren. So dass das rote Pfeil richtig leuchtet. Ja. Und dann geht das automatisch hier unten in den Survivalist-Generator rein. Also hier hast du dann jetzt auch wieder ignorieren gemacht, ja, ne? Genau, ganz normal auf ignorieren. Das passt. Brauchen wir auch nicht weitlisten, weil da soll ja nur Kohle durchgehen. Ja. Den Ofen müssen wir jetzt nur noch sagen, wo soll die Kohle hingehen? Da müssen wir jetzt wieder auf dieses Konfigurieren gehen. Ja. Und jetzt siehst du ja den Ofen von vorne. Genau. Und hinten wäre dann oben. Nein, oben ist oben. Links so, ist links. Dann, links ist rechts. Dann würde ich sagen, den rechts, unten rechts in der Ecke. Genau, klick mal drauf. Ja, jetzt wird der orange. Genau, jetzt müsste der hinten auch orange sein. Oh, dieser. Jo. So, und jetzt fehlt ihm nur noch eins. Boom. Die Energieleitung. Die muss ich jetzt nur noch hier unten platzieren. Und jetzt sollte er Energie kriegen und er legt los. Und jetzt geht unserer Baumfarm eigentlich nicht mehr die Energie aus. Ja. Eigentlich. Eigentlich. Ja, ja. Ja. Ja, cool. Und man könnte jetzt sogar noch hingehen, hier oben eine Kiste hinsetzen. Ja. Auf die Leitung, wo man dann jetzt auch noch sagen könnte, Holzkohle kann auch da rein. Und jetzt können wir das Ganze auch noch mal ein bisschen beschleunigen hier. Ja, wir müssen natürlich immer dann denken, dass wir jetzt die Setzlinge immer noch selber pflanzen müssen. Ja, noch. Noch. Wollte ich gerade sagen, wie können wir das Problem denn lösen? Ja. Mit einem Blender. Genau. Blendeflampe. Wer hat denn hier einen Gummibaum setzen? Hast du einen Gummibaum gesetzt? Ich habe keinen Gummibaum gesetzt, nein. Weiß nicht. Ich eigentlich auch nicht. Oder haben wir hier schon Blätter drunter sitzen? Boah, wie schnell das jetzt geht. Beim letzten Mal Dings dran setzen, ne? Ein bisschen Bone Meal drauf knallen, da interessiert mich dann irgendwie, was wir Nacht haben, weil dann brauchen wir ja immer mehr Bone Meal. Aber so kannst du mal eben ganz schnell Holz machen. Wenn du Holz knapp halten. Jetzt mache ich denn hier wieder so einen Knüppel für den Mühlenstein. Mühlenstein haben wir gehabt. Haben wir, glaube ich, gar keinen mehr, oder? Ist jetzt, also, ist jetzt der nicht. Strom alle, oder was? Warte. Oder Kisten voll? Kiste voll? Kiste ist noch nicht voll. Warum macht er denn nicht weiter? Weil der Strom alle ist. Strom ist alle. Hä? Okay. Achso, du hast die Energiezelle wieder weggenommen, ne? Ja, ich, weil die leer war. Ja. Ja, wir können mal den Pulverweiser aufstellen. Den wir hier stehen haben, weil so viel Stromzelle kommt. Ja. War bloß halb voll, aber. Oh, Pulverizer, bin ich direkt da.
Den habe ich gerade abgestellt. Ah! Wer hat denn da hier Thieves? No. Ich habe das eingestellt. Haben wir unten keine mehr? Wir hatten unten keine mehr, deswegen. Ach so, dann lassen wir's. Aber das sollte jetzt erstmal wieder rein. Aber ich dachte, er produziert jetzt seine eigene eigenen Strom. Warum müssen Macht wir jetzt... Macht er auch. Aber wir haben hier drei Geräte, die Strom brauchen. Genau. So, der muss erstmal ein bisschen sparen, ne? Ja. Na, der Redstone-Ofen selber braucht ja Strom, um Kohle zu erzeugen. Mhm. Die Maschine braucht Strom. Wenn wir da jetzt auch noch irgendwie so einen Stromtank machen, dass der jetzt sagt, gut, tank hier mal ein bisschen Strom rein und wenn ich es brauche, ziehe ich es da raus, oder geht das nicht? Ich muss mal eben mal den Frosch entfernen. So, ich hoffe, der ist weg. Wir haben hier schon ja immer wieder eine Stromquelle mit Stromzelle mit angeschlossen. Ja. Zum Überbrücken in der Anfangszeit. Aber wir hatten den Pulverweißer noch an, der braucht extrem viel. Okay. Na, deswegen, also das ist ja jetzt erstmal noch die kleine Notlösung. Ja. Das Ganze wird dann ja so weit laufen, wenn der erste Generator da ordentlich ausgesorgt hat, dann kann man da auch noch die nächsten Generatoren wieder anschließen. Dann müssen wir mal hier noch. So, hier läuft noch das durch, dann können wir da noch ein bisschen Sand mit dazu, ne? Das da mal rein, das da wieder rein. Ja, aber wir haben ja hier unten zum Beispiel, wenn wir jetzt Kohle über haben, können wir hier unten reinhauen. Wir müssen ja gucken, dass hier unten auf jeden Fall immer Strom da ist. Ja. Wasser. Fürs Wasser. Wasser ist wichtiger als Holz. Das ist wohl wahr, ja. Und normal macht man das jetzt zusammen. In eins. Ja. Okay. Weil jetzt läuft das hier. Wenn der anläuft, dann läuft der. Der hat jetzt 41 Kohle drin. Irgendwann haben wir einen Kohleüberschuss. Da ist das, was wir haben wollen. Hm. Ja, läuft doch. Ja. So, Planter. Schauen wir nochmal, was der Planter kostet. Den ich natürlich wieder falsch schreibe. Kann Weil man... Ich hab's ja auf Deutsch. Den Pulverizer noch irgendwo kurz aufstellen. Ich bräuchte den für meine Schlacke. Der steht hier. Den musst du nur mal eben anmachen. Busy! Ja. Nur noch mal ein Maschinchen bauen. Ja, aber gerne. Dann bauen wir jetzt die 3120. Warte. 3120. Da. Ich glaube nämlich, wir haben noch ein Circleboard. Ich glaube, da brauchen wir auch wieder nur ein einfaches. Brauchen wir wieder Maschinenrahmen, wir brauchen Blumentopf, okay. Machen wir erstmal den Gedöns hier. Ich fange mal an. Jo, ich hab hier auch schon ein paar Sachen. Ja. Einmal das, aber das. Scheiße, wir brauchen noch ein bisschen Eva. Plastik meine ich. Ja, haben Davon wir ja. Haben wir noch drei Dinger übrig, das ist wichtig. So. Hier. Kautschuk kommt. Diesmal bin ich hier der Happelfritze und besorgt die Sachen. Hier haben wir Redstone. Übrigens, also, mit ein Stück Kohle verbrennst du 8 Items. Okay. Genau. Heißt immer 8 Sachen auf einmal. Mehr ist okay, aber wenn du weniger reinhaust, verschwinden wir Kohle. Ja, alles klar. Mit. Der kotzt sich ja aus hier, der Säcke. Ja. Und dann das Ding wieder brennen, ne? Ja. Ja. Immer noch irgendwie Kohle gerade am Start. Hier hinten auf jeden Fall. Der Kohleproduktion. Du kannst ja auch mal irgendwie aus dem Generator diese Kohle klauen, so ist das ja nicht. Bekommen wir schon irgendwie automatisch Sand oder nur Dust? Ja, Freddy. Nur Cobblestone. Jo. Automatisch kriegen wir aktuell nur Cobblestone. Und wenn du Glück hast, ist hier noch Kies.
Musst du nur mit dem Hammer nochmal bearbeiten, dann kriegst du ja Sand. Genau. Oder musst du unten gucken, ob unten im Lager noch Sand ist. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt mit dem Planter dran. Das alles und noch viel mehr in der nächsten Folge. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Ciao.